Hallo und herzlich willkommen zu 175. Folge Hof Bergmann. Ich muss mal kurz das Aufnahmestream hier minimieren, weil wenn das so groß ist, ich FPS-Einbrüche des Jahrhunderts habe. Ist so besser? Jetzt packt doch mal die scheiß Spüldose weg, das ist ja schlimm hier. Wir haben immer noch keine Spüldose. Ich habe gar keine in der Hand. Ich auch nicht. Ihr mich auch. Ich habe eine Kettensäge gerade in der Hand. Ja, ist gut ich jetzt. Ich auch. Meine Güte. Meine Güte, den Kollegen, den kannst du nichts geben. Jetzt haben sie nachts schlecht geschlafen, glaube ich, Daniel. Er hat so viel von Sprühdosen und Kettensägen geträumt. So, warte mal, machen wir mal hier den da. So, ist jetzt besser? Ja, so ist besser. So. Daniel, du schnappen dir Drescher, Ernten fahren. Egal wo. Weil vielleicht auf dem Feld was erntereif ist. Ich bin für Teledader zuständig, oder? Ja. Feld 1 und Feld 19. Das eine ist Weizen, das andere Roggen, beides mit Schuhablage, danke. So, du, Teledader, hopp, Abmarsch. Ist ja schlimm hier. Ja, Daniel, hast du deinen Klar schon gesehen? Ja, natürlich. Unglaublich. Dir ist eigentlich schon alles aufgefallen, was wir geändert haben. Sag mal. Überraschungseffekt oder so? Haben wir jetzt den Waldra? Ja, ich so, hast du schon was Grünes gesehen? Ja, natürlich, mein neuer Klaas. Dann nimmt er echt jeden Spaß. Das hat aber lange gedauert. Noel, da ist nichts erntereif. Ah doch, Feld 19. Feld 19 und Feld 1. Abfahrt ernten. Jetzt. Wo ist Feld 1? Feld 1 ist bei den Schafen. Seit wann haben wir ja Feld 1? Schon immer. Haben wir nicht. Natürlich, das ist das Feld, was so dumm ist zum Ansehen, weil da der Zaun außen rum ist. Hier ist Feld 1, wo ist denn Feld 1? Ja, jetzt wo du es sagst. Jetzt wo du es sagst, ja, das ist beschissenes Feld, da habe ich eigentlich gar keinen Bock. Feld 1 haben wir doch schon immer. Wow. Also Luki, du bist heute wieder richtig witzig. Es fangt aber an! Trotzdem fix, du! Mit was soll ich denn anfangen? Ja, Aufnahme. Ja, die läuft schon seit einer Minute. Ja, du hast aber, wir haben noch keine Anmoderation gemacht. Natürlich habe ich schon anmoderiert. Weil ich. Okay. Nein, warte, der hat Anmoderation gemacht, wo wir beide nichts gesagt haben, hat dann 3 Minuten lang noch mit seinem Aufnahmeprogramm rumgespielt, deswegen bin ich davon aus, er hat die wieder abgebrochen. Nö. Du bist auch echt einer. Ja, wo soll ich wissen, dass du so eine Scheiße laufen lässt? Und wenn ich was Lustiges mache, dann sagst du mal, nee, wir müssen eine neue Aufnahme machen. Ja. Für den Fehler. Alter, ich hasse das Aufnahmezeug, gell? Ohne Aufnahme, schön entspannt mit 25 FPS am Hof, mit Aufnahme 10 FPS. So muss ja, das und dein Internet, das geht gerade auch schon wieder. Jetzt habe ich 17 FPS. Naja, dann geh vom Hof runter. Ist ziemlich schlecht, wenn ich gerade was am Hof machen muss, Lul. Das Problem ist, wir haben jetzt schon wieder zu wenig Anhänger, weißt du? Wie war denn euer Montag? Unser Montag katastrophal, ey. Oh. Anne, bei dir so? Dafür, dass du die ganze Nacht wach warst und was auch immer du gemacht hast? Ja, ich hab lang geschlafen dann. Haben wir nicht aufgestanden, ich bin um. Ja, 12 Uhr aufgestanden. Was? War eigentlich immer noch sau früh. Wann bist du ins Bett gegangen? Um 11? Nee, um. 5:30. Na, da bin ich nicht ganz aufgestanden. Bin eine Stunde später aufgestanden. Naja, ganz knapp. Luki, Mischverhältnis kennst du, gell? Nö, gerade nicht, ich schaue aber. So, dass ich da erstmal was einiges reinschütten kann, also von daher. Ich sag mal so, Mischverhältnis ist immer 3 Schaufeln Zuckerrüben, 1 Schaufel Dingsbums. Ja, das war ich wieder nicht komplett. Wenn du sagst jetzt gerade keine Ahnung, wer weiß. Das war ein Spaß. Wie war dein Montag, wenn du schon sagst beschissen oder was auch immer du gesagt hast? Ja, absolut beschissen, sag ich doch. Halt so ein klassischer Montag. Mein Auto hat heute früh beschissen angesprungen und dann ging es halt los. Ich fühle, jetzt war fast so eine Terrasse abgerissen, unser Balkon.
Was habe ich abgerissen? Ich habe gerade hier fast unser Balkon abgerissen. Daher muss ich verstehen, warum du gerade ohne Schneidwerkswagen unterwegs bist. Weil ich das Maisgebiss vorne dran hatte. Ja, moin. Das habe ich nicht gesehen. Da fällt dir auch nichts mehr zu ein. Ich war ja schon beim Feld. Da fällt dir nichts mehr zu ein. Aber ich hätte der Partner das auch hingemacht. Lucky war's! Also schön, wenn man das mal auf andere Leute schieben kann. So, mein Montag war, ich sag mal so, es fing damit an. Schön um 7:30 aufgestanden, ganz chillig. Wie auch geplant, also hat alles gepasst. Schön um 7:30 aufgestanden. Dann erstmal Toast gemacht. Ja, mit Nutella Kugelberg. Details muss man ja hier nennen. Ja, dann auf die Haut und der Toast, ne? Was machst du da? Ich hab gerade überlegt, was ich machen wollte, jetzt weiß ich es wieder. Halt, jetzt bin ich schon wieder, muss was mitnehmen, toll. Ich hoffe, dass ein neuer PC bald kommt. Wie viel FPS spielst du so gerade? 30. Gerade hier 3, ja 34, zum Hof gerichtet, ja 16. Bin aber auch direkt am Hof, ne? Ist halt da, genau wenn ich da hinschaue, wo halt Gerätschaften sind, 20 und wenn ich halt wegschaue, 30 kommt. Ich schaue vom Hof weg, 20, ich schaue zum Hof hin, 14. Ja, morgen. Das Beste war heute Anton, der hat mich angeschrieben, was muss ich beim Bremssattel beim Ranger reparieren, weißt du? Ja, ich so gesagt, du hängst mit Lucky gerade im Talk. Ich hab heute tatsächlich nicht viel mit ihm gesprochen, habe ich heute wo er woanders aufgehört. Ja, weißt du, er weiß, du bist zu Hause, ich bin in der Arbeit. Nein! Er muss den fragen, der ihm eventuell zufällig eine Antwort geben kann, wenn er mal aufs Handy schaut. Ich meine, er hat jetzt einen Kinderwagen. Ja, Glückwunsch. Was macht er damit? Keine Ahnung. Sich reinsetzen. Was macht er damit? Kinder. Jetzt kann ich, wenn ich 3 und eine habe, kann ich dann das Ganze, ja, jetzt kann ich dann nochmal 3 und nochmal ein, ne? Wenn es reinpasst noch, ja. Ja, natürlich, 12.000 Liter sind jetzt erst drin. Sind 30%. Ja, 40, ich wollte gerade sagen, ich glaube 40.000 passen rein. Kann mir jemand einen Anhänger bringen oder ist es schlecht? Wir müssen doch mal einen Anhänger kaufen, dann kann ich den Anhänger bringen, ja. Okay. Nachdem wir aber E-Kipper brauchen, ist es kein Problem, dass ich nochmal welche kaufe. Zwei Paare hatten wir gekauft, ne? Ja, wir hatten zwei Beinanhänger und zwei Dingsanhänger, aber ich will nicht immer die Beinanhänger umkonfigurieren, weil dann wieder du alles neu konfigurieren musst. Ja, das fühle ich. Außerdem ja, okay, für die Ernte oder so mal zwei andere Anhänger außer das hier vom Flügeltransport wäre vielleicht auch mal ganz geil. Ich sehe schon, das ist so eine Folge, in der man nichts schafft. Vermutlich. Ja, hat sich denn irgendwas hier geändert? Nee, ne? Wo denn? Auf der Hofbergmann. Nein. Daniel hat einen neuen Traktor bekommen. Daniel, du kannst ja mal aufsehen, ja, was sich in deinen Augen alles geändert hat. Der Kramer in Orange ist neu. Nein, ist er nicht. In der Farbe schon. Nein. Nein. Hä? Du hast das Wichtigste da auf Werbung vergessen. Schade. Das war der Kramer, den ich in Orange gekauft habe, wo die Lucky dann auf der halben Strecke in Goldhofer Blau gefärbt hat. Ach so. Das heißt, und dann habe ich ihn am Hof gefunden. Ja, ich habe den nie benutzt, deswegen. Ist genauso wie ja, nee, ansonsten. Ja, der Klaas eben. Die Hobe vom Bench. Warte, der Kramer da, ist wie du, Daniel. Der existiert, weiß aber kaum einer, dass es existiert. Der ist wieder so ja, also ich sag, unterwegs. Der Klaas Teller-Schack. Ja. Dann
Die Hupe vom Fendt. Die ist auch schon immer drin. Ja, außer Luki hat sie das letzte Mal auch umkonfiguriert. Wie auch immer. Ist das. Dann der Valtra mit Pflegebereifung. Anstatt dem Bührer, ja. Genau. Dann. Ansonsten, Obstplantage ist mir jetzt nichts aufgefallen. Da ist, glaube ich, alles beim Alten, oder? Bei der Obstplantage ist alles beim Alten, ja. Außer, dass das Bienenzeug noch fehlt. Ja, mein Gott. Sonst. Na gut, die Ballenlager. Ja, da habe ich eigentlich nur eine Sache getauscht, und zwar, dass jetzt am Hof für Heuballen auch ein Quaderballenlager ist. Genau, genau. War zum Glück keine Arbeit. Für dich nicht, stimmt. Sonst ist. Von den Geräten. Ist das Wasserfass neu? Das eine Wasserfass ist neu, ja. Ja. Das kleine Zweiachsfass ist neu, ja. Man merkt, waren dass die Geräte von Kramer schon immer orange? Nee, die habe ich jetzt orange gemacht, damit man die nicht verwechselt. Ja. Daniel, bist du in der Nähe? Könntest du mal eben ganz kurz? Okay. Daniel, pst, halt's Maul. Sollen wir eben schnell vorbeischauen? Nein. Nein, nein, passt. Ich habe so eine Schaufel ausgekippt. Ich komm mit dem Kramer. Ist ja was, Noel. Ausgekippt, oder? Du hast die Schaufel nur ausgekippt. Okay. Okay, jetzt habe ich den ganzen Teleladung umgeschmissen. Könnte sein. Luki, ich kippe auch immer die Schaufel aus. Ja, der Spiegel ist kaputt. Ja, warum? Der Traktor liegt drauf. Der Klassiker. Noel, da ist eventuell was passiert. Der Spiegel ist wohl kaputt. Achso, wenn es nur der Spiegel ist. Ja, ja, nur der Spiegel ist kaputt. Dann passt, ja. Papp, ja, dann fahr weiter. Dann fahr einfach weiter. Warum? Der liegt aber auf der Seite. Das ist auch schon den besten Teleladerfahrern passiert. Und den schlechtesten auch. Daniel! Dünnes Eis, ne? Freilich? Freilich! Eklar! E-Klasse? Nee. Wie gut, dass ich gesagt habe, E-Klar, aber. Gönn dir? Also, der Fan in dem Blau kommt mir aber auch unbekannt vor. Boah, wow, ja. Ich wollte gerade sagen, die Wetten, die sahen dann der Bullmaster eigentlich nicht auf, weil er da noch nie so unterwegs war. Aber ja, der Fan ist neu anstatt dem John Deere, weil der John Deere nicht mehr auf dem Server ist. Aber da ist noch eine Sache neu. Was, dass Was ist? Was? Da steht sogar Weiber drauf. Ja, natürlich steht der Weiber drauf. Meinen wir jetzt nicht, dass wir unsere Mods einmal um über die Hälfte reduziert haben? Haben wir ja nicht, sie haben sie genau um die Hälfte reduziert. Sag mal, halt doch einfach dein dummes Maul! Glaub mir, es war genau einer bestimmt weniger jetzt. Ja, eigentlich waren es sogar mehr, aber. Nee, wir sind von 180 auf 90 runter. Der Drehschemel 4 Anhänger. Der ist auch. Der war schon immer da, der stand immer bei dem. Der stand bloß immer bei der Metzgerei. Stimmt mit den Händen. Ah, okay, ja. Der stand schon an der. Ja. Da war ich nie. Hab ich nicht gesehen. Ja, den hab ich einmal vorhin mit Schülern gemacht am Hof und seitdem stand er eigentlich da unten an der Metzgerei. Ah, okay. Aber es hat sich an der Bullenmast hat sich noch der Futterbeschwan geändert. Da war davor einer vom Roland Pack, da ist jetzt einer vom Anderson Pack dort, den gleichen, den wir am Hof hatten, den haben wir jetzt zweimal. Und der Teleskoplader hat sich der Bullmast geändert. Davor hatten wir ja diesen komischen Knicklenker da und jetzt haben wir da einen normalen Teleskoplader. Bin gespannt, was der Luki jetzt dazu dem Abfallverkauf sagt, was ich jetzt gerade gekauft habe für 90.000. Auf jeden Fall hänge ich jetzt gerade mal den Klaas noch davor, weil sonst zieht den Design sonst nicht mehr. Alter, ich komme in die Nähe vom Hof gleich nur noch 14 FPS, gell? Das ist so traurig.
Loki, hast du auf die Reifen geschaut? Nokia. Natürlich. Nur für dich. Das Lustige ist, ich habe nicht mehr auf die Reifen geschaut, ich wusste es so schon. Das Problem ist, durch das, dass wir Mods aussortiert haben, haben wir die ganzen guten Drehschirme, die ich mal kaufen wollte, nicht mehr drauf. Fang nicht jetzt schon an rum zu euch. Welche? Musst dir vorstellen, Daniel, wir sind bei der Mods-Auswahl. Das können wir mal gebrauchen, das brauchen wir noch, wie so ein Schrotthändler, wie so ein Schrotti. Das brauchen wir, das können wir immer mal gebrauchen. Oh, das will ich irgendwann unbedingt mal haben. Oh, das will ich auch mal haben. Boah, spät gar nicht. Ja, die ganzen Frostdinger könnten wir runterhauen. Die sind alle unten. Ja. Von den Forstmaschinen haben wir nur noch die Seilwinde drauf und den Mulcher, weil wir mit dem Mulcher dieses Gras in der Apfelplantage mähen. Weil hat das Plus und Minus am G29 halt irgendeine Funktion, die man lässt? Nee, ne? Aktuell nicht, außer du belegst es dir. Ich hätte jetzt gesagt, das wäre vielleicht für Tempomat ganz lustig tatsächlich. Ja, und mit dem roten Drehrad und mit dem Enter zum Einstellen oder so, ja. Aber Plus und Minus hast du ja in deiner guten Seitenkonsole. Achso, das ja. Das funktioniert ja erst mal für den Arsch. Daniel, schau mal, ich habe einen Abfall gespannt für dich. Oh. Ich hoffe, 48. Sieht aber nett aus. Ich hoffe, 48.000 Liter reichen vorerst. Gefällt mich. Noel, gefällt dich? Okay. Ja. Ich muss gleich mal was erzählen. Das hat mich heute sehr traurig gemacht. Zwischen den Folgen? Kann ich dir erzählen, ja. Nee, meine lieben Freunde, wir sind am Ende dieser wunderschönen Folge. Wenn euch diese gefallen hat, lasst ein Like und einen Daumen nach oben da. Bis dahin, Servus. Tschüss. Servus.